Was ist mit dem da hinten los? Mit wem? Hat er was Falsches gegessen? Wer denn? Der hier bei der Toilette am Kotzen ist. Stimmt, da kotzt einer. Ey, ich komm also, da rein, das erste, was sein. Ich... Ach, Shorty ist das. Ja, dem ging's doch eh nicht schlecht, nicht gut, gestern. Kommt der hier mit dem Cowboy-Hut an, dem dunkeln leuchtet? Ja. Der kotzt, dass der mich leuchtet. Erkennt. Ja, dann... Ja, und du hast dich direkt auch umgezogen, war ja klar. Nee, ich hab mich nicht umgezogen. Doch, die Dinger da an deinen Schultern hattest du gestern nicht. Aber du hast auch nicht... Du bist ja ich jetzt, ne? Hä? Ja, und warte mal, ich sehe nichts. Ja klar, du bist ich. Und ich du hast bin auch du. Meine... Hast du meine Jacke? Nee. Oh. Ich hab eine andere. Siamesische Zwillinge. Ja, wir sind gleich irgendwie. Wieso hast du dich denn jetzt so angezogen? Nein, sie ist älter als du. Ja, sie ist älter, ja genau. Wie heiße ich eigentlich? Boah, der ist ja echt... Wir sollten hier weggehen, ey. Da ist aber jetzt was Neues drin. Ja, der kotzt sich wirklich die Seele aus dem Leib. Hallo, irgendwie. Das ist nicht mehr die Quest, die wir gestern hatten. Nein, die Quest, die wir gestern hatten, hieß den Anführer. Das war das Letzte. Befördere jemand zum Anführer, soll ich jetzt irgendwie. Irgendeiner muss... Ja, das sind zwei Story-Ziele, genau. Das andere sind aber Gemeinschaftsziele. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ja, das sind die neuen. Die sind jetzt eben reingekommen. Die sind eben... Wo Silke gejoint ist, hat er mich voll gelabert. Kann der mal auffüllen da hinten? Der ist voller mit der Bedrohung. Ja. Sollen wir die Gemeinschaftsziele mal machen? Gestohlene Menge, das ist ein bisschen weiter. Ja. Da müssen wir hinfahren, glaube ich. Das wieso redet die? Ich habe gar nichts gemacht. Okay. Drück mal T. Hast du schon mal gespielt vorher? Fragen wir erstmal so. Sonst erkläre ja, ich dir was aber und du kennst es schon. Wirklich nur sehr kurz. Gefühle. Genau, und dann Gefühle und dann kannst du auch weinen oder dich hin... Hungry for brains? Okay, oder du sorgst einfach dafür, dass wir alle was futtern. Das ist okay. Was hast du denn da angeschaut? Oder du bist warte mal. Ein Zombie. Mhm. Ja, aber der... Ich habe Hohn angeklickt. Ah, doch, die macht das anders. Hey, der, den ich gestern hatte, der hat so die Arme nach vorne gemacht und dann so gemacht. Ja, das kann ich... What's up? What's up? Was haben wir noch? Hey, what's up? Hey, that's wonderful news. Das ist Jubeln. That's wonderful news. Check that out. Das Geile ist, wie die so fallen, der Watch. Ja, vor allen Dingen so saß ich gestern auf dem Bett, da wo du nach oben gekommen bist. Ja, weitbeinig. Beobachtet. Also die oberen Betten haben wir uns gestern schon reserviert. Das ist ein flauschiges Eckchen. Oh Mist, die hat gar keine Knarre. Ich muss dir erstmal eine Knarre verpassen hier. Die hat gar keine Knarre. Die hat eine, aber nur mit 9 Schuss. Wo ist meine Munition denn, die ich da drin hatte? Nee, ich habe gar keine Knarre gerade. Was nehme ich denn? Ich sag mir nicht, die ist hier rumgelaufen und hat rumgeballert, als sie am Schlafen war. Wahrscheinlich. Die musste das Camp verteidigen. Hey, how you living? 30 Patronen. Die tue ich aber mal wieder... Oder ich habe die aus Versehen mit rausgemacht, als ich mich leer gemacht habe. Das kann auch sein. Aber sie hatte jetzt den großen... Ja, 8 sind große, ne? 8 Plätze. Und du musst immer... Du bist der Einzige, weil du der Host bist. Bist du der Einzige, der jemanden mitnehmen kann. Das heißt, du müsstest immer jemanden anheuern, dass wir quasi zu viert unterwegs sind, weil den können wir auch vollpacken. Oh, ach so. Das kann man auch machen, habe ich gar nicht. Ja, also beziehungsweise probiert. Du kannst dann halt wechseln, ne? Dass du auf den anderen wechselst und dann mit dem weiter einsammelst. Okay, das ist gut, weil sonst sind wir wieder so schnell voll. So wie bei Kohn, wenn man Sklaven mitnehmen. Wir bräuchten mal größere Rucksäcke, das ist ja hier. Ja, es gibt noch 8, also habe ich jetzt gefunden. Wie, du hast mich zum Spielen eingeladen, hä? Wen nehmen wir denn mit? Wir nehmen Joanne mit. Ja, die andere bin ich ja auch rechts. Mit der habe ich ja auch gespielt. Die hat einen kleinen Rucksack, glaube ich, noch drin. Sollen wir mal zu der Mission fahren da hinten? Lass mich erst mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Was müssen wir denn? Also ach, ich habe jetzt weiter unten die... Ich habe das mal markiert da unten. Von wegen, du bist gerade erst reingekommen. Wir haben jetzt noch 2 Infektionsherde mehr. Ja, die haben wir aber gestern schon angezeigt bekommen. Aber doch keine 3. Kann man machen. Die kann man natürlich machen.
muss man, aber es sind jetzt keine Hauptquests. Im Süden ist schon alles voll. Warte mal, eine Bedrohung unserer Sicherheit, ist das jetzt das, also das steht als Gemeinschaftsziel, meinst genau, du das oben, das schwarze, das da? Ja, genau. Wieso bin ich jetzt orange und nicht mehr blau? Ne? Also da können wir natürlich auch hinlaufen, das ist nicht so weit, ne? Blau, oder? Nee, genau. Also, als, du hast ja die Tipps bestimmt durchgeguckt, die ich hochgeladen hatte. Da war drin, man sollte oft das Auto nehmen, halt, damit man die Sachen verstauen kann, wenn man neu irgendwo hinkommt. Ja, das Auto kann man bestimmt noch... Ja, also wir haben doch jetzt die Tankstelle, ne? Die haben wir doch jetzt... Also, Benzin haben wir erstmal. Wir können ein bisschen fahren. Ich habe auch hinten zwei Kanister drin. Die können wir verbrauchen dann. Ja, und wir sind dann genau vier Leute. Also mit einem Auto, das passt auf jeden Fall. Wer möchte fahren, soll ein anderer fahren? Wollt ihr mal fahren? Also oder? Lass ihn besser nicht fahren, der kracht überall gegen. Ich kann dir Aufnahmen zeigen, das stimmt ist grausam. Gar nicht. Nein. Ganz gerne fahren. Ach, guck mal. Ich vorne einsteigen. Ich will, also, nein, okay, ich will aber nicht fahren. Lass mich mal raus. Ich steig auf, hast du es gesehen? Wieso stehe ich jetzt oben? Halt, was stopp, sei aber nicht so wie der... Was machst du denn jetzt? Ich fahr jetzt los. Ja, fahr. Hä? Was war denn das jetzt gerade? Sei aber nicht so wie der Lars, wollte ich gerade sagen, weil immer wenn der anfängt zu fahren. Ach, das ist ein Zombie. Ich bin. Ich glaube, wir müssen hier hoch, auf. Oder? Doch, ich bin Beifahrer. Achso. Ja, dann müssen wir hier hoch. Ja, hier hoch. Warte mal, mach die Tür nee. Auf. Ja, doch. Ist das meine Markierung? Ja, genau. Ja, du bist zu weit weg jetzt. Wird sich auf jeden Fall ja rechts was? Halten. Warte mal, wo ist das hier? Rechts. Rechts. Links kommt irgendwie so ein komischer. Ja, ja, aber. Nee, das war ein normaler, glaube ich. Ah, da. Und die hat ja auch gesagt, am besten immer alles mit der Machete oder so machen, weil das ist lautlos. Wollen wir hier warten? Ja, dann packst du das. Aber warte, bis der Wagen steht und er ausgestiegen ist, weil sonst überfährt er dich. Das macht er regelmäßig. Boah, was ist das für ein Viech? Oh, die sind nicht so lustig. Ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Bye-bye. Meine Tür ist raus. Hä? Ja, der macht die kaputt. Hat abgefallen, ja. Ja, toll. Mach die wieder dran. Du hast die kaputt gemacht. Jetzt ist er weg. Die ist weg. Die ist verschwunden. Was ist denn jetzt los? Ist sie aufgelöst. Hier, Kofferraum kannst du auch benutzen hier. Also alles, was gelb ist, kann er immer nur machen. Das meiste kann er nur machen. Das ist voll blöd. Jetzt bin ich aber nicht mehr blau. Ich muss mich jetzt umgewöhnen. Das heißt, jeder kann selber, glaube ich, sammeln. Jeder hat seine eigenen Sachen. Genau. Aber ich kann das nicht nehmen. Ja, aber den Kofferraum ist irgendwie immer nur für den Inhaber. Warte mal, hier ist blau und gelb ganz viel. Da bin ich. In der Hütte da. Ich schalte jetzt Wache, weil einer von euch wird wieder laut Lärm machen. Ja, du bestimmt wieder. Ja, ich bin draußen, ich kann ja nichts nehmen. Oh, eine Armbrust? Will einer eine Armbrust haben als Waffe? Hat einer keine Fernkampf? Also hier in dem Ding, in diesem Inventarteil da. Wer ist das denn jetzt? Glitzer! Waffenteile. Ich kann ja nicht raus. Ja, das Joanne liegt ist an ihm. Ja, ja, du musst dich bewegen, damit die rausgeht. Das ist voll. Das ist das Einzige, was voll blöd ist, weil wenn du mit denen gesprochen hast oder die hinter dir herkommen, dann blockieren die irgendwie oft. Ach, guck mal, hier ist noch ein Bär. Ah nee, ich bin ja... Hier ist noch was Blaues. Mann, ich stürze mich jetzt auf alles, was blau ist. Ich bin nicht mehr blau. Da kann ich was machen. Better than a poke in the eye. Ja, toll, ich krieg jetzt nur Munition. Sonst bist du immer blau. Das sagst du ich gerade. Ich bin immer blau. Ja. Da hinten ist noch gelb in einem linken Zimmer, wenn du reinkommst. Und hier vorne auch, ne? Ich kann das alles gar nicht mehr nehmen, ey. So viel Zeug. Ja, oh, machst du in den Wagen rein. Hier ist auch noch blau. Eine Spielkonsole, eine Playstation habe ich. Eine Xbox habe ich gefunden. Das können wir spielen. Es kommen welche. Now they know we're here. Okay. Oder? Ich habe irgendwo... Ich habe schon wieder ein Oberteil, Steppweste. Hören tue ich nix. Nee, die Musik ist noch anders. Aber hier ist noch ganz viel gelb. Jo. Kann ich das Auto reparieren? Oh, ja, kann man reparieren, aber da brauchst du... Ja, mit Toolkit. Ja, das habe ich jetzt auch zu Hause, genau. Also eine Basis. Ich habe 3 Stück, glaube ich, davon. Die Frage ist jetzt, können wir das auch reparieren, wenn wir die Tür jetzt nicht mitnehmen? Ja. Kümmert euch nicht, hier ist ein Behälter mit Konserven. Ein Behälter mit Konserven. Lexikon-Exemplar, Luxusgegenstand, Bücher. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Oh, da kommt was.
Okay. Da kommt aber... Achso, ich wollte gerade sagen, da kommt noch einer. Hä? Die ist rückwärts wieder raus. Was war das denn für eine Aktion? Ist auch noch was Gelbes. Ja, ich guck gerade hier noch. Damenehering. Braucht einer einen Damenehering? Ja, dann könnte ich nicht mehr. Hättest du mich mal letztes Jahr gefragt, ne? Ja, super. Ey, warum macht ihr die ganze Zeit die Fenster kaputt? Die ist schon wieder hier reingesprungen. Schon wieder ein neuer... ganz kurz, wenn du die Infektionsherde übrigens nicht machst, ne, dann überrennen die Basis. Wir haben jetzt schon ja, 4 oder 5. Dann müssen wir die machen gleich mal. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall schon voll, ich kann das Zeug nicht mitnehmen. Ja, dann machst du ins Auto. Ich könnte den Außenposten mal beanspruchen hier, soll ich das machen? Dann haben wir ein Schließfach. Ja, oder nee, machst du ins Auto. Da musst du Ressourcen verbrauchen. Nee, spar dir das lieber, mach das lieber nicht, weil das ist doch nur eine Hütte. Wir können hier nichts machen. Stimmt. Also wie gesagt, du hast zwei Leute, mit denen du spielen kannst jetzt hier. Habe ich hier genommen schon. Ja, die sind ja, aber und den Kofferraum. Voll. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ja, der Kofferraum. Noch zwei Plätze frei, wenn du irgendwie was runterlegst. Ja, oder so. Ich bin auch noch ganz... Nee, drei habe ich noch frei. Ich tu mal hier, Achso, Waffen du kannst rein. Übrigens schleichen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Dann bist du langsamer. Langsamer. Dann bist du leiser, wollte ich eigentlich sagen. Ja. Können wir eigentlich mitnehmen. Wenn du das machst, kannst du dich von hinten anschleichen an den... Ich stehe was in 19... Achso, das ist ja meine Markierung. Kannst du dich von hinten an einen Zombie anschleichen und wenn er dich nicht entdeckt, dann ganz schnell E drücken. Dann kannst du den One-Hitten. Ah, cool, danke. Allerdings nur, wenn er dich nicht entdeckt. Hier ist auch noch was Orangenes, ne? So ein Orangener Schrank. Also wenn, hat einer nicht genommen. Wenn du zu zweit... Wenn du, wenn da zwei sind und einer entdeckt dich... Ach, ich komme hier wieder nicht durch wegen der Troller hier. Der Kühlschrank. Warte, ich gehe mal hinten raus. Was für ein Kühlschrank? Nee, hast du was zum Ablegen? Also ich habe jetzt nur noch... Nee. Oh, ich habe wieder Samen gefunden. Ich habe alles mit... Okay. Wir können Babys machen. Ich habe Samen gefunden. Dann fahren wir nochmal. Gucken, ob das Auto noch fährt. Ich steig als erstes ein, sonst bist du nämlich... Jetzt gehe ich aber nach hinten. Die soll nach vorne gehen. Irgendeiner kommt nicht rein, oder? Ja, er redet, glaube ich, gerade mit ihm, weil die da blockiert. Fahr mal ein Stückchen zurück. Oder nach vorne. Ja, siehste? Und bei mir gibt er dann Vollgas und überfährt mich, wenn er nach hinten fährt und sagt dann, ach, du warst auch da. Genau. Ach, kann das sein, weil die Tür kaputt? Nee. Nein. Aber die andere muss jetzt laufen. Ja, aber die will nicht. Ja, bleib. Ja, wenn du die ständig überfährst, dann. Bleib doch mal stehen. Ja, aber die steigt nicht. Nee, die kann da nicht einsteigen, keine Ahnung. Nee, das geht irgendwie nicht, weil es kaputt. Das ist zwar ein bisschen der Zaun. Ja, das ist Standard. Ich glaube, die läuft jetzt selber nach Hause. Nicht so schnell, nicht so schnell, pass auf. Ja, die braucht sonst kommt sie irgendwann nicht mehr hinterher. Haben wir schon letztens gehabt. Aber denk an die Zombies, die noch im Weg sind, ne? Weil die kämpft sonst mit denen. Oder kann man dir Anweisungen geben? Von hier, nee. Links ist ein Zombie. Ja, die wird sonst umgebracht hier. Und statt da reinzufahren, fährt er jetzt hier vorbei, dass dieser schön platt gemacht wird. Okay. Du weißt, das Auto wird dann beschädigt. So wie er fährt, ja. Könnt ihr den wegmachen? Du, deine Tür ist das. Nee, ich bin hier. Ja doch, ist deine Tür. Okay. Du darfst sie aber nicht zu nah rankommen lassen, sonst springen die zu... Achso, nee, sie ist... Ah nee, das ist er. Oh, das war sie. Scheiße. Ja, super. Ja, fahr weiter, aber nicht zu schnell. Ja, aber was ist mit der Tür? Warte, kann ich nicht... Ja, die fällt gleich runter. Nicht fahr einfach. Mit dem Bremsen dachte ich, krieg die runter. Ja, genau. Fahr einfach ein bisschen. Ich fahr einfach über den hier. Ja. Okay, das waren beide. Kommt die jetzt noch hinterher? Aber ihr Bein steckt noch fest gerade. Da hinten läuft sie. Ja, stimmt. Ja, nee, die anderen Zombies drin. Auch. Das sind 4 hinter uns. 5. Ja, die holen wir mal mit zu. Ja, die Scheiße ist halt, dass sie stehen bleibt. Das ist so. Boah, wie ist der da drauf gegangen? Hallo. The place feels safer already. Genau, fühlt sich sicher an, wenn da ein paar Zombie dranhängen. Oh. Das war ein bisschen schnell. Weißt du, jetzt verstehst du vielleicht, warum ich sage, ich habe ein bisschen Angst, mit ihm Autorennen zu fahren. Ja. Ja. Tja. Can't do it.
Ja, toll. Ich hab ihr gedrückt. Ich sag, ich hab eh gedrückt, aber einer von euch hat hier gefinisht. Das ist schön, dass du eh gedrückt hast. Welpen und Kätzchen habe ich freigeschaltet. 100 Zombies getötet. Wir haben keinen Platz mehr für Lebensmittel. Wir sind voll. Ja, da musst du drauf achten. Du bist der Inhaber. Ich sehe nämlich dieses Riesenmenü nicht. Ich habe jetzt mal im Internet gesehen, wie das aussieht. Wo du auch immer diese Updates machst und so. Okay. Die kann man auspacken, ne? Ups. Die Sachen kannst du da reinpacken, ne? Nee, ich meine, wenn du sagst, das Lager ist voll, die Dinger kannst du auch auspacken. Nee, nee, du gehst hier, wo ich stehe, da kannst du die Sachen reintun. Das ist dein spezielles Schließfach, da können wir nicht ran. Also da kannst du einfach alles rausnehmen. Nee, er meinte hier im Lager ist ja zum Auspacken. Da steht ja die Packsäcke und da ist zum Beispiel Packsack mit. Ja, aber wenn du da hinten hingehst, dann ist es gespendet, dann hat er das nicht mehr. Darum geht es ja. Wenn du jetzt sagst, du brauchst noch 20 Schrauben oder so, um irgendeine Erweiterung zu machen, dann kann ich dir das geben. Dann tust du das da rein. Oder der nimmt das automatisch an. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich mache mich immer nur... Was machen die da hinten eigentlich? Sind die jetzt so Zombies mutiert? Hallo, aufstehen. Morgen. Wir sollten mal die Infektionsherde dann bereinigen. Ne? Was haben wir ja, das ist wichtig. Hast du dir denn nichts von den Tipps durchgeguckt? Habe ich keine Zeit für gehabt. Ich musste. Guck mal, wenn wir dahin fahren, dann könnten wir vorher mal eben Halt machen. Ja, guck mal, dann können wir vorher. Kit fürs Auto reparieren. Toolkit ist noch eins hier drin, glaube ich. Ja, warte. Nee, drei. Wie viel brauchst du? Warte mal, leg mal eins hier hin. Ja, aber er kann das, glaube ich, nicht. Kannst du das nicht nur? Weil ich konnte auch nicht auftanken bei dem Auto. Guck mal, ob du das benutzen kannst am Auto. Ist ja doof, wenn das nur einer kann. Ja, das ist so eine bescheuerte Steuerung. Kannst du reparieren? Ja. Ja. Weil wir können hier nichts kaufen, wir können keine Erweiterung machen, nichts. Wir können noch nicht mal beanspruchen. Hello. Was auch irgendwie doof ist, weil ich habe die ganzen Sterne jetzt alle gesammelt und er konnte nichts beanspruchen. Das Problem ist, ich kann den Charakter von ihr nicht mehr ansprechen hier und wechseln. Wenn wir mal später weiter sein sollten, und also das ist wohl eine Riesenkarte, so wie ich es verstanden habe, bevor wir überlegen, die Basis umzusiedeln, weil das kannst, ich weiß nicht, ob du es nur einmal machen kannst oder ob du das öfter machen kannst, das habe ich bisher noch nicht gefunden, müssen wir den einen Ort finden. Ich habe nämlich den perfekten Ort für eine Siedlung gefunden, da kriegen wir dann auch Luxusbetten und alles, wenn wir umsiedeln. Scheiße. Das ist eine richtig geile, und die ist sehr zentral, also da kommst du wohl von da aus überall hin. Erstmal überleben. Warum guckst du so verbissen?